Hallo Nachbarn, schon lange wollte ich mal klarstellen, dass Querdenker, AfD-Mitglieder und Reichsbürger ein und derselbe Brei sind. Ich habe das versucht mal in einem Video aufzubereiten. Viel Spaß dabei. Im Grunde kennt ja jeder von uns Reichsbürger. Es handelt sich dabei um Selbstversorger, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und zumeist auch Menschen, die sich antisemitisch äußern. Reichsbürger erzählen denselben Quatsch wie Querdenker. Oft wird auch der Holocaust geleugnet und der Angriff Russlands auf die Ukraine ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. Sie sind der festen Überzeugung, Deutschland wäre durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch, also heute noch, besetzt. Deutschland ist kein souveräner Staat und alle Staatsvertreter und Beamten haben keinerlei Legitimation. Eigentlich kann man auch sagen, Querdenker, Reichsbürger und AfD sind mittlerweile zu einer braunen Masse verschwoben. So erstürmten Reichsbürger zusammen mit Querdenkern die Stufen des Reichstages. Die rechtsextreme Corona-Leugner und Wutbürger stürmen die Treppe vor dem Reichstag. Einige von ihnen planten sogar einen gewaltsamen Umsturz, bei dem ja die AfD-Abgeordnete und Richterin Malsack-Winkelmann involviert war. Hier ein Foto von ihr zusammen mit Tino Chrupalla von der AfD, der Vorstandsvorsitzende der AfD. Andere erschießen Menschen in Aral-Tankstellen, weil der Kassierer darum gebeten hat, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Tino Chrupalla hat übrigens vor einigen Tagen in der russischen Botschaft an den Botschafter ein Geschenk überreicht. Es handelte sich dabei um eine Tasse mit dem preußischen Adler drauf. Ein klassisches Reichsbürgersymbol. Alice Weidel, davon hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erzählt, hat vor einigen Jahren auch eine E-Mail verfasst, in der sie die Legitimation des deutschen Staates und die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland geleugnet hat. Das Vokabular in dieser E-Mail ist Reichsbürgersprech. Und die Frage ist, ob Sie die geschrieben haben. Das ist die Frage. Und ich habe Ihnen gesagt, ich werde mich zu diesem Thema überhaupt nicht weiter äußern. Gut, dann halten wir fest. Er hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, Sie wollen es nicht, dann beenden wir es hier. Der bei Querdenkern sehr beliebte Daniele Ganser, der sich selbst als Historiker bezeichnet, was er de facto nicht ist, da er sich ja sehr viel auch aus den Fingern saugt, der ist auch davon überzeugt, Deutschland ist kein souveräner Staat. Deutschland ist natürlich ein besetztes Land. Das ist natürlich mal wieder Quatsch, denn schließlich hat Deutschland zum Beispiel in Frankreich oder in den USA auch Soldaten stationiert. Sind deswegen die USA jetzt durch Deutschland besetzt oder wie soll ich mir das vorstellen? Egal, dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Und auch Arne Schmidt, der die Querdenken-Proteste ja immer mit seinem Klavier begleitet hat und ein Kumpel von Björn Banane ist, spricht von einer Militärregierung zusammen mit seinen Anhängern. Weil sie Angst haben. Sie dürfen hier nichts verhandeln. Und wenn einer kommt und sie anzeigt für das, was sie tun, komischerweise im Militärgericht, dann passiert das, was du eben erlebst. Wenn hier Schaden entsteht, haben sie einen Strafantrag in Stuttgart zu machen bei der Militärregierung. Bei den Querdenken-Protesten kürzlich in Hannover wurden übrigens mehrere Anzeigen aufgenommen wegen Volksverhetzung. Frieden, Freiheit, keine Diktatur und wir sind völlig gewaltlos. Manch ein Reichsbürger ernennt sich sogar selbst zum Fürsten, wie zum Beispiel Fürst Norbert Schittke. Alle meine Freunde und Bekannten nennen mich ganz einfach Fürst Norbert, so wie das auch meinem Rang entsprechend sein darf. Denn es hieß ja auch Kaiser Wilhelm oder Fürst Bismarck. Und damit die staatlichen Strukturen auch ganz originalgetreu stimmen, gibt es sogar eigene Führerscheine und eigene Personalausweise. Minister werden auch ernannt. Mein Name ist Stank, Volko Stank. Einige kennen mich noch als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Diese Position habe ich gewechselt. Ich bin gebeten worden, in das Reichskanzleramt zu wechseln, um für den Reichspräsidenten zur Verfügung zu stehen. Und ich bin der kommissarische Außenminister. Ich bin im Reichsstaatsschutzamt in der Sonderabteilung Personenschutz tätig. Ich arbeite hier als Reichsverkehrsminister. Nur einmal ganz kurz zur Sicherheit. Diese Minister sind vollkommen arbeitslos. Über was sollten sie auch entscheiden?
Es gibt ja nichts, worüber sie entscheiden könnten. So habe ich mich ja in etwa als Achtjähriger gefühlt, als ich mich für einen Karatemeister gehalten habe. In diesem Falle halten sie sich halt für einen Minister, ne? Ehre genommen! Vorhaut genommen! Andere wiederum haben sich zum König krönen lassen, wie zum Beispiel Peter Fitzek. Ein neuer Staat mit einem Monarchen an der Spitze. Reis, Apfel und Zepter. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen gemäß unserem freien Willen heute, hier und in diesem geschichtlichen Augenblick einen neuen deutschen Staat. Und wer nun glaubt, das ist ja absoluter Wahnsinn, der sollte jetzt ganz genau zuhören. Peter Fitzek, der König von Deutschland, ist nämlich auch der Erzengel Uriel. Er identifiziert sich nicht mehr mit seinem Körper, sondern mit höheren geistigen Wesenheiten. Er zum Beispiel ist Erzengel Uriel, oder hat erkannt in dieser Zeit, dass er die Reinkarnation von Erzengel Uriel ist. Das ist ein längerer Prozess gewesen, der war auch sehr, sehr schwierig. Richtig. Denn ich kann ja mal kurz schildern, wie das so langsam passiert ist. Nun könnte er ja als Beweis einfach mal seine Flügel in voller Gänze ausbreiten. Aber nun gut, das wird wahrscheinlich nicht so leicht möglich sein, vermute ich mal. Es gibt bestimmt irgendwelche Gründe dafür. Immerhin kann er durch Handauflegen die Menschen heilen. Nachdem ich dann angefangen habe, sie zu behandeln, denn sie ist vor Schmerzen ohnmächtig geworden, manchmal wegen Unterleibsschmerzen und kein Arzt konnte ihr helfen. Ich habe dann einfach die Hände aufgelegt und konnte Menschen durch Hände auflegen heilen. Und er bietet den Menschen Schutz, indem er nämlich Schutzgeister erschafft. Und die Schutzgeister, die jeder Mensch hat, die sind ja mir als höchster Wesenheit verpflichtet. Sie sind aus mir erschaffen worden. Danke, sehr gut. Und aus diesem Grunde machen die auch gute Arbeit. Sehr gut. Sind also auch den Menschen verpflichtet, die sich mit mir verbinden. Richtig. Ja, und insofern kann ich darüber auch Schutz ausüben. Danke, Peter. Voll nett von dir. Jetzt könnte man sich stundenlang darüber lustig machen. Und wie ihr wisst, das mache ich nur zu gerne. Ja, ja, das ist so. Das ist wirklich so. Aber diese Menschen sind nun mal davon überzeugt, dass jeglicher Beamter, alle Politiker und die gesamten Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland keinerlei Legitimation unterliegen. Insofern ist aus Sicht der Reichsbürger jegliche Gewalt anzuwenden völlig legitim. Schließlich hat die Bundesrepublik Deutschland mit all ihren Beamten keinerlei Legitimation. So werden immer wieder Gewalttaten durch Reichsbürger verübt, Umstürze der Regierung geplant, Entführung von Politikern beschlossen und in etlichen Fällen Polizisten verletzt oder sogar erschossen. Die Liste der Gewalttaten durch Reichsbürger, Querdenker und AfD-Mitglieder ist endlos. Strafverfahren ohne Ende. Das sind keine Otto-Normalbürger. All diese genannten Gruppierungen sind weder wählbar, noch vertreten sie in irgendeiner Form das deutsche Volk. Sie sind schwerst kriminell und gewalttätig. Und durch die Corona-Proteste mit Querdenkern bekamen die Reichsbürger auch noch immensen Aufschwung. Ich komme also zu folgendem Schluss. Ich habe in diesem Video gezeigt, dass AfD, Querdenker und Reichsbürger ein und dieselbe Suppe sind. In allen drei Fällen handelt es sich um gewaltbereite, verschwörungsideologische und teilweise menschenverachtende Gruppierungen. Wir sollten endlich aufhören, diese drei Gruppierungen voneinander zu dividieren. Sie gehören zusammen. Es ist eine Suppe. Schließlich leben sie voneinander und treten zusammen auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Trinkt Wein auf mich. Wir sehen uns die Tage. Ciao.